Sommer 2013. Auch heute gibt es vielleicht am Nachmittag wieder ein Gewitter. Genau dann, wenn man noch im Schwimmbad ist. Und dann sieht man immer diese berühmte Szene. Alle springen auf, obwohl sie eigentlich gerade nass werden wollten im Schwimmbad. Und rennen zum Auto. Ist Rennen die richtige Strategie? Das wollen wir jetzt herausfinden. Oder ist es vielleicht gescheiter, wenn man langsam geht? Wir haben eine Versuchsreihe aufgebaut. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Menschen mit Gartenschläuchen. Die sind da. Versuchsreihe? Die stehen da, ja. Also, wir simulieren Regen. Wir simulieren Regen. Ich werde nach hinten laufen und wieder zurück. Der Andi wird dieselbe Strecke gemütlich abschrecken. Und am Schluss schauen wir, wer ist nass und wer ist trocken. Fangen wir an. Perfekter Start, wirklich gazellenartig zischt sie da durch, die schnellste Frau von Ö3. Der zwischen den Regentropfen tanzt, das ist Andi Knoll heute hier, aber natürlich gelingt es ihm nicht. Bisserl geht er wie die Ente. Jetzt nimmt er die Paula, um zu zeigen, dass er noch richtig sportlich ist. Und jetzt geht er schon ein bisserl geprügelt da die letzten Meter entlang. Der Andi ist waschnass, ich meine, ich bin auch nass. Wir werden jetzt Wasser lassen. Hm? Ich weiß nicht, Andi, aber... Schnell wieder Bei dir kommt gar nichts raus. Jetzt bin ich aber gespannt, ob bei dir was rauskommt. Sonst müssen wir nämlich zur Alternative für die Vorstellung, dass wir abwiegen. Mich oder das T-Shirt? Das T-Shirt. Okay. Ja, doch, da kommt tatsächlich was. Da kommen also geschätzte 28 Tropfen. Ja. Wir waren auf einer Strecke von ungefähr 100 Metern unterwegs. Ja, genau. Aber es ist ein bisschen Wasser. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn man durch den Regen läuft, dann wird man... Wenn man durch den Regen läuft, dann bleibt man trockener. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, es liegt an der Strecke. Ich glaube, wenn die Strecke länger wäre, wäre es dann irgendwann komplett wurscht. Bei 100 Meter zahlt es sich definitiv aus zu laufen. Und unser Tipp überhaupt am Schluss ist eh ganz einfach. Sowieso gleich im Badezeug laufen. Das Gewand einpacken, am besten in der Plastiksackerl. Und ja, dann trocken im Auto anziehen.